Hallo und ganz herzlich willkommen zum DAX-Check. An meiner Seite natürlich auch heute Thomas Bergmann. Hallo. Grüß dich, Michael. Wir haben uns ein bisschen in den letzten Tagen über die Lethargie des DAX beschwert, sage ich jetzt mal. Gestern hat er uns bewiesen, dass er es doch noch drauf hat. Extreme Bewegungen. Er ist 1,7% angestiegen bis zum Handelsende, auf ein neues Jahreshoch gestiegen, über 11,3. Was waren da die Impulse? Jetzt sehen wir den heutigen Start leicht im Minus, also ein bisschen was gibt er davon wieder ab, hält sich aber über 11.300. Warum war es denn? Das war, glaube ich, die Rede auch von Trump, die man schon ein bisschen im Vorfeld positiv erwartet hatte, oder? Nee, ich glaube, das war eher die gute Zahlensaison in Amerika, die einfach ja, überwiegend Positives zutage gefördert hat. Klar, die Erwartungen waren nicht mehr ganz so hoch wegen Handelskonflikt und Konjunkturangst wurden die Erwartungen gesenkt und ja, diese niedrigeren Erwartungen wurden eben reihenweise übertroffen mit vor allem die Tech-Aktien, die großen, die laufen im Moment wieder richtig gut und ziehen halt den Gesamtmarkt mit nach oben. Gestern waren wir auch ausnahmsweise mal besser dran als der Dow Jones, aber auch der war im Plus. Ja. Haben wir für heute eigentlich gute Vorgaben beschert, aber jetzt, wie gesagt, geht es gerade aktuell. Ja, das sind ein paar Gewinnmitnahmen, wie gesagt, war jetzt ein deutlicher Sprung, aber wir halten uns positiv. 11.320 war die Marke, die wir überwinden mussten. Die hatten wir gestern überwunden auf Schlusskursbasis. Wie gesagt, ein schönes Kaufsignal generiert. Jetzt müssen wir mal die nächsten Stunden abwarten, ob wir uns darüber halten. Wenn ja, ist der Weg vorgezeichnet bis zur 11.5, die eben in dem Bereich verläuft. Und ja, wenn wir auch darüber es schaffen sollten, dann sind wir dann einmal hier in dem Bereich zwischen 11.8 und der 12.000-Punkte-Marke, die eben im Moment auch noch mit der 200-Tag-Linie zusammenfällt. Das klingt ja danach, als ob es in Kürze ein neues Long-Produkt geben könnte. Ja, wenn wir uns darüber halten, dann muss man natürlich schon mal die Long-Seite spielen. Wir hatten ja gesagt, wir warten einen Ausbruch aus dieser engen Sideways-Range mal ab. Und jetzt bietet sich natürlich dann schon eher ein Einstieg auf der Long-Seite an. Heute Abend erscheint der neue Aktionär als E-Paper, da gibt es dann sicherlich ein paar genau, Details. Genau, da gibt es Teile, genau. Gut, dann war es das mal für heute. Vielleicht sehen wir noch mal ganz kurz den DAX, aber wird sich nicht viel getan haben. Ja, 0,37% glattes Minus. Ja. Dankeschön für heute. Sehr gerne. Wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.